Willkommen auf dem Kanal Bauingenieurwissen mit der Videoreihe zum Thema Beton. Hier sollt ihr die grundlegenden Informationen über Beton erfahren, was in dem Werkstoff passiert und eine Vorstellung bekommen, wie vielseitig Beton in der Bauindustrie genutzt werden kann. Nachdem der Beton nun erstarrt und erhärtet ist, wollen wir nun zu den mechanischen Eigenschaften des Betons und seinem Verhalten bei Druckbeanspruchung kommen. Denn bei zu starker Belastung bricht Beton, man mag es kaum glauben, beschränkt duktil. Ganz interessant ist auch, warum die Härte des Betons immer mit zwei Zahlen wie bei C 30, 37 angegeben wird. All das erklären wir heute wie immer so simpel wie möglich. Der Bruch des Betons bei Druckbeanspruchungen ist eine Folge langsamen und spontanen Wachstums von Mikrorissen. Unter Druckbeanspruchung verhält sich Beton nicht rein spröde, sondern besitzt auch eine beschränkte Duktilität. Denn auch nach Erreichen der charakteristischen Druckeigenschaften kann der Beton bei sinkender Beanspruchung beziehungsweise Spannung, noch weiter Druckkräfte aufnehmen. Wie auch beim Stahl, an dem gezogen wird, gibt es beim Beton infolge von Druckbelastung ein Spannungs-Dehnungsverhalten. Die erste Phase ist bereits eine innere Spannung, die durch das Schwinden des Zementsteins, jedoch den unverformbaren Zuschlägen entsteht. Klar, der Zement schwindet und zieht und hängt, aber an den Zuschlagskörnern. Dadurch entstehen schon im unbelasteten Beton Mikrorisse, die hauptsächlich an den Kontaktzonen Zementstein und Zuschlag entlangführen. In der zweiten Phase, wenn ca. 50% der charakteristischen Druckspannung aufgebracht wurden, wachsen die Risse entlang der Kontaktzone weiter. Diese kann man trotzdem noch immer nicht mit dem bloßen Auge sehen. Ab der Phase 3, mit ca. 80% von der charakteristischen Festigkeit, treten auch in der Matrix des Zementsteins Risse auf. Die Ursachen dafür sind die Spannungsspitzen, die an den Enden der vorhandenen Risse entstehen. Denn der Riss muss an der Spitze des Risses alle Kräfte, die auf den Körper gerade wirken, abhalten. Irgendwann reißt dann auch der stärkste Beton an seinen Schwachstellen. Dazu kommen noch die Gefügespannungen aufgrund der ungleichen Festigkeits- und Verformungseigenschaften von Zementsteinen und Zuschlägen. Nach und nach wachsen nun die Risse und treffen auf andere, wo sich dann zwei Risse vereinen und zu einem größeren Riss werden. Die nun größeren Risse bekommen eine kritische Länge und können eine Bruchfläche bilden. Dann wird die charakteristische Druckfestigkeit erreicht. Dabei ist wichtig zu wissen, dass die Risse vorwiegend parallel zur Belastungsrichtung verlaufen. Das sehen wir auch nochmal gleich, wenn wir die Spannungstrajektorien erläutern. Wenn nun die Belastung verringert wird, kann in Phase 4 die spontane Bruchflächenbildung verhindert werden. Trotzdem wachsen die Risse weiter und die Betonverformung steigt, obwohl die Spannung sinkt. Ein richtig praktisches Beispiel dazu fällt mir nicht ein, denn die Zeiten von Massenbetonfundamenten sind vorbei. Heutzutage wird alles mit Stahlbetonkonstruktionen erstellt, da diese einfach eine wunderbare Kombination ergeben. Nach dem Bruch des Betons muss dann jedoch die Zugfestigkeit des Stahls die Konstruktion sichern. Beim Entwurf des Bauwerks versucht man diese Situation mit der richtigen Betonfestigkeit gar nicht erst eintreten zu lassen. Die Betonfestigkeit wird immer mit zwei Zahlen angegeben. Auch hier habe ich damals in meiner Jugend den Polier gefragt, was das für zwei Zahlen sind. Er konnte mir noch sagen, dass die eine Zahl am Zylinder und die andere Zahl am Würfel gemessen wurden. Im Studium habe ich dann eine vollumfängliche Antwort bekommen. Und die Antwort lautet Spannungstrajektorien. Klingt ziemlich kompliziert, ist es aber eigentlich nicht. Bei wachsender Druckbeanspruchung passiert im Zylinder genau das gleiche wie in jedem Beton. Er durchläuft die vier Phasen. Bei stärker werdendem Druck spielt aber der Einfluss der Einspannung eine größere Rolle. Wenn man auf einen Körper drückt, dann will er, wie alles andere im Leben, den Weg des geringsten Widerstands gehen und sich dorthin ausdehnen, wo er keinen Widerstand findet. So auch am Zylinder, der am liebsten sich in der Mitte ausdehnen würde. Da, wie schon gesagt, die Risse parallel zum Druckpunkt wachsen und der Beton aber oben und unten eingespannt ist, gibt es in der Mitte der Probe einen Spannungshochpunkt. Den Verlauf der Spannung stellen die Spannungstrajektorien dar. An ihnen kann man sehr gut erkennen, dass durch die Reibung an der Einspannstelle diese noch parallel verlaufen, bis am Mittelpunkt der Probe sie enger werden, sich zusammenschließen und so einen Spannungshochpunkt ausbilden, bis die Probe versagt. Beim Würfel ist das ähnlich, nur dass die Spannungstrajektorien nicht so lang sind und der Einfluss der Reibung größer ist. Es muss einfach mehr Spannung aufgebracht werden, bevor es zur Bruchflächenbildung kommt und die Probe versagt. Aus diesem Grund ist die Druckfestigkeit am Zylinder kleiner als am Würfel. Interessant ist noch, dass die normalen Betone langsam brechen, sich hochfeste Betone allerdings ein wenig anders verhalten. Bei ihnen ist die Festigkeit der Zementmatrix so hoch, dass diese lange Zeit keine Anzeichen der Bruchbildung anzeigen. Dann aber mit einem Mal nahezu auseinandersprengen. Ich muss wirklich sagen, dass diese Übungsstunde an der Uni im Baustofflabor mit Sicherheit einer der am interessantesten war.
Ich hoffe, dass das Video für euch interessant war und ihr etwas mitnehmen konntet. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder detaillierter informiert werden wollt, lasst es mich wissen und schreibt dieses gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.